Hallo Freunde und willkommen zurück zu Darksiders 2. Ich habe gerade das Spiel eigentlich nur minimieren wollen. Das Problem ist irgendwie, warum auch immer, schließt sich das Spiel dann dauernd bei mir, wenn ich es minimiere statt. Also wenn ich es minimiere, schließt es sich gerne mal. Und deshalb musste ich gerade die Truhe zum Beispiel neu öffnen und demnach hat er nicht gespeichert, was wir aus den Sachen gezogen haben. Deshalb haben wir jetzt leider nicht den schönen besessenen Faustschild. Ja, für den wir so viel geopfert haben. Haben aber natürlich die geopferten Sachen wieder. Schwacher Trost, aber trotzdem. Jetzt müssen wir mal gucken. Das Ganze noch mal wiederholen. Okay. Ich glaube, ich stelle mich trotzdem hier unten hin dafür. Damit der einen zumindest nicht so weit weg ist. Runter und kommen dann zu dem Blutlosen, ne? Beziehungsweise, ja, finden den Knochenspalt, was halt nochmal ein kleiner Dungeon ist. Sack ist okay. Da ist auch nichts, ne? Nö. Gut, hier müssen wir jetzt einfach nur ein bisschen geduldig sein. Beziehungsweise. Okay. Gut, später wird das ein bisschen trickiger, aber. Das kennen wir ja, ne? Ich wollte nicht den Typen treffen, sondern die Bombe, aber. Kriegen wir noch ein bisschen Glück. Unmöglich. So,
jetzt warten wir, bis das ein gutes Stück hochgefahren ist. Wenn dann zu unserer normalen Gestalt wieder wechseln und so durch. Nichts grandios kompliziertes, aber. Hallo. Du machst einen Abflug. Problem ist, es gibt halt zwei Wege, wie man laufen kann. Ne? Ich will nichts verpassen. Wofür brauche ich die Bombe? Die wird doch irgendeinen Sinn haben. Die Bombe. Für einen Schatz. So, jetzt gehe ich aber erst noch mal ganz kurz lang zurück. Nicht, dass hier irgendwo noch irgendwas hängt. Oder wir hier zum Beispiel so nicht übersehen haben. Nicht. Gehen wir jetzt einfach oben rum, holen uns direkt die Sense, die Bombe. Sense. Gibt es ja so weniger in diesem Spiel. Das kommt davon, wenn man nicht zielt. Gut, bin ich selber schuld. Dann blinkt doch zwischendurch auch das RT für Ding, das Greifen auf. Das ist Schlüssel. Also Karte, ja. Das war, was ich auch meinte. Das ist Schlüssel. So. Wir sehen, wie die weit das Ding oben ist. Ich glaube, wir sind wieder durch. Gut. Oder ist der? Gegen die sind Beitiers Clown zum Beispiel. Weil die übelst viel Schaden an denen machen. So, Dinge zum Zertrümmern und der Weg zum Weitergehen. Hallo.
Skelette können halt echt nichts. Puh. Sieht halt hier so aus, als wird da irgendwo mal was versteckt. Ich sehe nichts. Da hinten. Vielleicht. Das ist ja auf jeden Fall. Irgendwo gibt es hier eine Schriftrolle. Flug. Nicht lange mit rumprügeln. Aber Westen, Osten, Norden. Na komm. Jahrelang B-Button gemutscht hier. Das ist nicht irgendwie gleich auch wieder mit den Teilen müssen. Weiß ich auch nicht. Mal blind durchgekommen wurde. Sonst war hier nichts. Geld. Dass wir momentan Geldprobleme hätten. So, zum Beispiel hier. Das ist doch schon viel lohnenswerter. Wer hat dir das eigentlich erlaubt? Ich kann nicht. Ich habe eigentlich nichts gesagt, von wegen, dass wir dass keine Tränke kaufen müssen. Deshalb gibt es hier so viel zu erwähnen, also. Theoretisch hätte ich jetzt noch die Zeit zum Looten nehmen können, aber
schnell gestorben. Holy shit. Oh gut, dafür sind noch keine Skarabäen mehr da. Unmöglich. Keine Seite aus dem Buch der Toten oder so? Ein bisschen enttäuscht. Jetzt sind wir übrigens auf der anderen Seite. Ruhe. Nächste Runde. Jungs. Mädels. Was auch immer. Käfer halt. Kann nicht. Das Skarabäen-Nester. Okay. Glitchy, glitchy. So, was haben wir hier? Skarabäen-Koloss. Ah, danke. Das ist übrigens nicht der Blutlose, den ich suche. So, das macht Spaß haben. Ich gehe einfach mal wild auf die Nester ein. So, oh. Das muss ich wieder nerven, oder? Fallen. Ich sollte mal sagen, ich bin nicht mal in den Zorn kaputt. Das ist gut. Muss ich mich nämlich nicht groß in die Seele befassen. Das ist immer ein bisschen ätzend. Na gut, hatte ich hier eben schon mal ein bisschen aufgenommen, ne? Da hinten ist das so ein dämliches Nest. Das ist nicht einer. Jetzt gilt's erstmal. Oh.
ist gegeben. Das können wir uns aber in der nächsten Folge setzen. Sachen rum. Andererseits. Truhen sind hier keine mehr. Jetzt sehen wir keine auf der Map. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir für heute hier Schluss. Und sehen uns morgen wieder, wenn wir diesen Dungeon beenden. Und vermutlich zum nächsten Blutloser kommen. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Ciao, Freunde.